Ronaldo Nazário, R9, der echte Ronaldo. Wie man ihn auch nennen möchte, den Brasilianer kennt jeder Fußballfan. Die Älteren, die noch Spiele von ihm gesehen haben, kennen ihn als einen der besten Stürmer aller Zeiten. Die Jüngeren dagegen als geisteskranke FIFA-Karte. Was aber hinter der Privatperson R9 steckt und was um alles in der Welt diese Frisur sollte, erzählen wir euch heute bei Off the Pitch. Ja komm, wir fangen direkt mit der Frisur an. Die Frage ist ja, wieso würde man jemals freiwillig diesen Haarschnitt tragen? Die Antwort ziemlich einfach. Ronaldo hat Jahre später nämlich folgenden Grund genannt. Die Frisur sollte ablenken. Alle redeten damals über seine Knieprobleme, also sorgte er mit seiner Frisur für ein neues Gesprächsthema. Und das auch mit Erfolg. Immerhin sind jetzt schon 2 Jahrzehnte vergangen und wir reden immer noch drüber. Und ich weiß auch ganz genau, dass einige von euch die Frisur zumindest für ein paar Minuten auch schon einmal hatten. Dafür hat sich Il Fenomeno übrigens bei allen Müttern, die das mit ansehen mussten, entschuldigt. Gut, das Thema ist geklärt. Und wo wir gerade bei Müttern sind? Laut seiner eigenen Mutter begeisterte Ronaldo schon mit 6 Jahren die ganze Nachbarschaft mit seinem Können am Ball. Doch Ronaldos Eltern wollten vor allem, dass sich ihr Sohn auf die Schule konzentriert, um einen guten Job zu bekommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man Geld verdienen kann, indem man einen Ball hin und her schießt. Tja, es waren andere Zeiten. Nach der Trennung seiner Eltern verließ der damals erst 11 Jahre alte Ronaldo die Schule, um sich ganz auf den Fußball zu konzentrieren. Eine riskante Entscheidung, aber wie wir heute wissen, eine, die sich gelohnt hat. Ronaldo startete als Profi durch und besitzt heute sogar 90% der Anteile bei seinem ersten Profi-Club Cruzeiro EC. Dieses Investment blieb aber nicht das einzige im Fußball. Heute ist die Sturmlegende auch beim spanischen Zweitligist Real Valladolid einer der Eigentümer und Präsident. Ronaldo war zwar einer der besten Fußballspieler aller Zeiten, eigentlich gefiel ihm aber eine ganz andere Sportart besser, nämlich Tennis. Dazu sagte er, vor 7 Jahren ging ich mit Rafa Nadal zum Golfen. Ich wollte über Tennis reden, während er nur über Fußball sprach. Und ich dachte, was für ein Mist. Lass mich über verdammtes Tennis reden. R9 als Tennisstar und Nadal als Fußballer bei seinem Lieblingsclub Real Madrid? Unvorstellbar. Genauso unvorstellbar wie Ronaldo der Twitch-Streamer. Das ist aber sogar wirklich passiert. Oder besser gesagt, es passiert immer noch. Der Brasilianer streamt regelmäßig Spiele wie Warzone oder redet über Fußball. Dabei teilte er zum Beispiel die Meinung, Benzema ist derzeit der beste Stürmer der Welt. Dann hätten wir das auch geklärt. Geklärt sind auch die Familienverhältnisse des Ex-Fußballers, denn Ronaldo ist seit 2015 mit dem Model Celina Lox zusammen. Dazu hat er noch 4 Kinder, diese stammen aber von 3 anderen Frauen. Bis 2010 waren 3 seiner Kinder bekannt. Ein DNA-Test bestätigte dann, dass er einen weiteren Sohn namens Alexander hat, welcher aus einer Affäre im Jahr 2005 mit einer brasilianischen Kellnerin stammt. Unerwarteten Nachwuchs wird Ronaldo aber in Zukunft nicht mehr bekommen. Der heute 45-Jährige ließ sich noch im selben Jahr sterilisieren. Zitat: Ich habe immer von vielen Kindern geträumt. Den Traum habe ich wahrgemacht. Nun habe ich die Kinderfabrik geschlossen. Und damit wäre auch das Off-the-Pitch zur Legende Ronaldo geschlossen. Legendärer Typ.